Willkommen Leute, wir haben heute mal ein kleines Infovideo vorbereitet. Ist wieder super geplant und geskriptet. Wir gucken mal kurz auf unseren Notizzettel. Wir haben überlegt, wie wir die DayZ, das DayZ Let's Play irgendwie noch ein bisschen aktiver auch mit euch gemeinsam gestalten können, was es da so für Mittel gibt oder für Tricks, die wir halt anwenden könnten. Wir haben uns überlegt, wie können wir euch noch ein bisschen mehr mit ins Let's Play reinholen. Und da ist uns jetzt einfach die Idee gekommen, dass wir spezielle Wochen praktisch irgendwie oder Projektwochen, sage ich jetzt mal, einführen wollen. Sowas wie Action Weeks oder Challenge Weeks oder Community Wochen, einfach sowas in der Richtung. Und wir brauchen einfach ein bisschen Input von euch, ein bisschen Hilfe, was ihr euch vielleicht vorstellt, wo ihr Ideen habt, wie man das umsetzen könnte, was es halt für ja, Challenges eben geben könnte. Peter Pan hat da ganz gut angefangen. Genau, also da liegt jetzt auch das Hauptaugenmerk erstmal drauf, auf diese Challenge Week. Das ist erstmal so die erste große Idee, die wir so haben. Sagt uns auf jeden Fall mal, ob euch gefällt, ob ihr da Bock drauf habt. Und wie Tom schon gesagt hat, da brauchen wir eben eure Ideen. Wie das zum Beispiel Peter Pan halt schon mal angefangen hat in dem Daisy Part. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Ist auch erstmal egal. Und zwar sollte das dann halt so laufen, dass ihr uns im Grunde eine Challenge stellt, also eine Aufgabe stellt, die wir in einem Part verwirklichen oder umsetzen. Also da geht es halt dann wirklich darum, dass wir sagen, 5 Tage die Woche eine Challenge Week und an Tag 1 meinetwegen, ja, heute in dieser Folge hat uns eben meinetwegen Peter Pan geschrieben, so und so, helft den Bambis. Und dann machen wir halt eine Folge nur Bambis helfen, zum Beispiel. Könnte halt auch sein, dass dann demzufolge natürlich, weil eine Challenge ja auch unterschiedlich lang sein kann, dass das halt auch mal länger dauert. Dann haben wir einfach gesagt, gut, anstatt das auf mehrere Tage dann zu verteilen, sagen wir halt, gut, dann gibt's halt mal einen Part, der geht halt 4 Stunden. Also, jetzt nein, der geht dann halt einfach mal ein bisschen länger. Das kann halt natürlich auch sein. Wir wollen die maximale Grenze von einer Stunde auf gar keinen Fall überschreiten. Das wird auch nicht passieren. Also macht jetzt nicht so eine Challenges wie umkreist einmal den ganzen DayZ-Kontinent da, wisst ihr? Ihr habt ja gesehen, wie lange sowas dauern kann. Also wir haben ja jetzt einmal so eine Runde schon abgeschlossen. Das wird halt einfach nicht möglich sein. An dieser Stelle könnten wir generell mal kurz die Rahmenbedingungen auch festlegen. Natürlich sollte es dabei um den Spaß gehen oder darum, dass wir uns zum Deppen machen. Nicht, dass wir andere zum Deppen machen, beziehungsweise die halt foltern, fesseln und die ganzen Geschichten oder einfach Newbies abknallen oder beleidigend werden oder verfassungsfeindliche Sachen machen oder so. Also das steht außer Frage. Ich denke, da brauchen wir nicht drüber labern, dass das natürlich keine Option ist. Ja. Ihr seht, also ihr habt es ja jetzt schon gemerkt, diese Action Week, die kommt ja jetzt auch oder läuft sogar schon, wenn ihr das Video jetzt seht. Und da ist jetzt aber ja noch nichts groß mit der Community und so. Das war eigentlich eine spontane Idee und da haben wir uns eben gedacht, klar, warum nicht? Lass uns das doch mal öfter machen und eben mit euch zusammen. Und deswegen jetzt, um es mal zusammenzufassen, schreibt uns mal bitte wirklich ein paar Ideen, die ihr habt. Was könnten Aufgaben sein, die ihr uns stellen würdet? Und wie gefällt euch die Idee im Allgemeinen? Und mehr gibt es da eigentlich jetzt erstmal gar nicht zu sagen. Ich habe noch was. Also es gibt natürlich jetzt keine Garantie, dass unter den Ideen, die wir jetzt oder den Vorschlägen, die wir jetzt zugesendet bekommen, dass wir halt auch auf Garantie etwas nehmen. Also wir entscheiden dann schon immer noch auch intern sozusagen, was wir in Angriff nehmen wollen, was wir umsetzen wollen, was auch für uns umsetzbar ist. Ihr könnt auch natürlich mehrere Ideen schreiben. Also pro Person könnt ihr ruhig, sag ich mal, 3 Ideen auch, wenn ihr die habt, auch schreiben. Keine Frage. Genau, also wir wollen einfach dahingehend eure Hilfe haben, dass wir ein bisschen ja, brainstormen können, dass der Pool an Ideen einfach ein bisschen größer wird. Und es soll auch gar nicht so sein, dass wir nur eine nehmen. Wir haben ja, DayZ ist ja ein Open-End-Projekt, das heißt, es kann ja noch 10, 20, 30 Jahre gehen, dass wir die halt auch nacheinander natürlich abarbeiten können. Nur welche Challenge oder welches Projekt wir dann in Angriff nehmen, ist natürlich dann auch immer noch natürlich uns überlassen. Genau. Im Grunde wartet, es ist doch anzumerken, wir haben ja schon in einem anderen Infovideo gesagt, das war so ein FAQ-Plan. Also auch dahingehend bitte nach wie vor Fragen stellen, weil da können wir auf jeden Fall noch ein paar gebrauchen, dass sich das halt auch lohnt. Wie wir das dann umsetzen, das werdet ihr dann sehen. Ansonsten wartet jetzt aber und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.